Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In letzter Zeit schreiben mich immer relativ viele in den Kommentaren an, ob wir irgendwie zusammen Videos aufnehmen können. Allerdings ist meistens da das Problem, dass von den anderen Leuten die Kanäle eben halt extrem schlechte Videoqualität haben und eben halt sich dann auch meistens die Kanalbetreiber wundern, warum die keine Abonnenten bekommen, weil sie es natürlich nicht selbst mitbekommen, was denn so schlecht daran ist. Und das liegt eben halt meistens an relativ einfachen Dingen, die allerdings wirklich extrem große Unterschiede machen. Und deshalb werde ich euch in diesem Video mal die häufigsten Fehler bei YouTube bzw. bei Twitch-Anfängern zeigen. Ich hoffe, euch gefällt natürlich dieses Video, wenn es so sein sollte und in der Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung, würde mich auf jeden Fall auch freuen. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten Punkt. Und dazu solltet ihr wissen, dass es eigentlich immer besser ist, wenn man mit einem PC Videos aufnimmt, als wenn man einfach nur das Ganze auf einer Konsole aufnimmt, weil man einfach extrem viele Möglichkeiten auf einer Konsole eben halt nicht hat. Und deshalb würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das Geld dazu habt und es irgendwie wirklich ernst nehmen wollt mit dem YouTube und mit Twitch, dann empfehle ich euch einfach, kauft euch einen PC, weil ihr dadurch natürlich auch die Möglichkeit habt, einen zweiten Bildschirm zu nehmen, was vor allen Dingen für Stream extrem, extrem praktisch ist. Muss auch nicht teuer sein. Für so einen PC würde ich den Preis von ungefähr 750 Euro empfehlen. Ab da bekommt man wirklich extrem gute Angebote. Ich kann ihr vielleicht auch mal, wenn ihr es wollt, in Zukunft ein paar Tipps geben, wenn ihr euch einen PC kaufen wollt. Wenn ihr das sehen wollt, mache ich mal oben eine Abstimmung. Die Abstimmung gibt es leider auch nicht mehr lange, finde ich sehr, sehr schade. Allerdings kann man die jetzt, glaube ich, noch für ein paar Tage immer nutzen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Also wie gesagt, wenn ihr es sehen wollt, stimmt doch mal ab. Kann ich auf jeden Fall gerne machen. Und wie gesagt, so 750 Euro ist auf jeden Fall ein ganz guter Preis für so einen PC. Und damit habt ihr zum einen eben halt den Vorteil, ihr habt natürlich mehr FPS in Games und so, was auf jeden Fall ganz guten Vorteil habt. Und ihr könnt deutlich leichter Videos schneiden, Videos aufnehmen und Videos hochladen. Es wird alles um Vielfaches erleichtert und bietet euch auf jeden Fall einen riesen, riesen Vorteil. Allerdings ist das natürlich auch eine Menge Geld, was man dafür erstmal in die Hand legen muss. Und wenn ihr so viel Geld nicht habt, dann gibt es natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten, wie man trotzdem natürlich die Videoqualität verbessern kann. Und dazu ist erstmal das Grundsätzliche, was man eigentlich wissen sollte, dass die Audioqualität immer wichtiger ist als die Videoqualität, solange ihr keine Montage macht, wo man sowieso kein Audio außer der Musik hat. Aber in den meisten Fällen will man ja irgendetwas erklären, irgendwie einfach mit den Zuschauern sprechen, und dafür brauchen wir natürlich ein Mikrofon. Und wenn das natürlich schlecht ist, beziehungsweise die Audioqualität davon generell einfach schlecht ist, dann haben natürlich die meisten Zuschauer keine Lust dazu zu schauen. Auch wenn natürlich die Videoqualität schlecht ist, bringt das vielleicht den Zuschauern nicht ganz so viel Spaß. Allerdings ein schlechtes Bild, solange es eben halt in 720p beziehungsweise 1080p vielleicht ein bisschen verpixelt ist, trotzdem ist es immer noch besser, eine schlechte Videoqualität zu haben als eine schlechte Audioqualität. Also hätte ich euch nicht empfohlen, einfach eine 500 Euro Grafikkarte zu kaufen, nur um bessere Videoqualität zu haben, obwohl ihr gleichzeitig noch nicht mal eine gute Audioqualität habt. Und um das zu verbessern, empfehle ich euch auf jeden Fall, kauft euch ein eigenes Mikrofon, also nehmt nicht einfach das, was auch an eurem Headset dran ist. Haben ja relativ viele Headsets. Reicht auch aus, um im Discord mit euren Freunden zu sprechen. Allerdings, wenn ihr auf Stream wollt oder wenn ihr Videos aufnehmen wollt, ist die Qualität davon einfach viel zu schlecht. Und deshalb kauft euch einfach ein externes Mikrofon. Ich würde euch da zum Beispiel das Auna Mic 900B empfehlen. Ist ein sehr, sehr gutes Mikrofon, kostet 83 Euro, gibt es sicherlich auch günstigere Angebote. Steht auch da oft in meiner Videobeschreibung, also generell mein ganzes Setup steht immer in der Videobeschreibung mit allen Links dazu. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Wie gesagt, ihr hört ja, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Qualität bietet, und damit müsst ihr auch keine Mischpult oder so kaufen, weil das nämlich ein USB-Mikrofon ist. Das müsst ihr einfach an eurem PC anschließen und gar nichts weiteres machen. Das ist dann schon direkt eingerichtet. Ich glaube, es geht allerdings, wie gesagt, eben halt dann auch nicht an der Konsole, weshalb, wie gesagt, ein PC da relativ praktisch ist. Allerdings,
bekommt ihr damit, wie gesagt, eine deutlich bessere Audioqualität und die Zuschauer haben dann natürlich auch mehr Lust, da weiter zuzuschauen. Allerdings, wenn ihr es noch günstiger machen wollt und vor allem eine Möglichkeit, die ihr selbst auf einer PS4 habt, ist, wenn ihr einfach euch Schallmatten kauft, dann meistens ist es ja so, dass ihr eine relativ freie Fläche hinter eurem Bildschirm habt. Meistens ist es ja so, dass der Tisch direkt an der Wand steht und die Wand dahinter immer komplett frei ist. Und das Problem an freien Wänden ist eben halt, dass diese Wände den Schall, den man mit dem Mund erzeugt, eben halt, dass das eben halt reflektiert wird und dann wieder vom Mikrofon aufgenommen wird, was eben halt so ein ganz, ganz unangenehmes Geräusch erzeugt. Und deshalb nehmen eben halt sehr, sehr viele Leute solche Akustikplatten, habe ich auch hinter meinem Bildschirm, und damit wird eben halt der Schall geschluckt und so habt ihr eben halt keinen ganz so extremen Hall. Funktioniert übrigens genauso, wenn ihr einfach Kissen irgendwo in euer Zimmer legt, wenn ihr Decken in euer Zimmer legt, Schränke, also etwas, irgendwelche Kisten und so. Das verringert alles einfach den Hall, den ihr im Zimmer habt. Es muss auch nicht direkt hinter eurem Bildschirm, also direkt hinter eurem Mikrofon sozusagen sein, sondern es kann auch generell in eurem Zimmer verteilt sein, weil wenn ihr hinter euch auch freie Flächen habt, dann wird davon trotzdem Schall reflektiert und auf jeden Fall ist es am besten einfach, wenn man möglichst viele freie Flächen des Zimmers abgedeckt hat und gerade mit solchen Sachen kann man eben halt hier für wirklich extrem wenig Geld die Leistung bzw. die Qualität des Tons um einiges verbessern und ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert und sehe ich auch bei sehr, sehr vielen kleinen YouTubern, die das eben halt nicht machen. Selbst große YouTuber wie Leon Mascher machen das nicht und Leon Maschers Video kann man sich zum Beispiel allein deswegen schon kaum anschauen, gibt auch andere Gründe dafür. Aber auf jeden Fall ist es einfach unertragbar, wenn es so einen extremen Hall gibt. Gibt natürlich auch Leute, die das überhaupt nicht stört, aber mich persönlich würde es auf jeden Fall extrem stören. Und allein schon, wenn ihr so etwas eben mal nicht habt, dann gibt es eben halt schon den Zuschauern deutlich besseres Gefühl und die Chance, dass sie dann bei euch auf dem Kanal dabei bleiben, ist dadurch auf jeden Fall um einiges höher und wie gesagt, ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, dass ihr euch so etwas kauft. Allerdings gibt es natürlich auch noch ein paar andere Sachen, wofür ihr wirklich nicht mal einen einzigen Cent bezahlen müsst und dazu würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ladet euch irgendein kostenloses Aufnahmeprogramm wie zum Beispiel OBS runter und damit könnt ihr dann auf jeden Fall auch nochmal eure Audioqualität um einiges verbessern und vor allem ein bisschen darüber Kontrolle haben. Hier unten links seht ihr ja diesen Audiomixer und dort fragen sich ja viele Leute wahrscheinlich, was sieht man da eigentlich und wozu sind diese ganzen Balken da und das ist relativ wichtig tatsächlich, um die Audioqualität nochmal zu verbessern und man sollte auf jeden Fall wissen, dass das Mikrofon hier immer in der Lautstärke im gelben Bereich sein sollte, weil es im roten Bereich nämlich immer übersteuert, das heißt, wenn ihr es dort habt, dann ist der Sound wirklich extrem unangenehm und darauf achten eben halt viele Leute nicht und haben das eben halt dann komplett im roten Bereich und dadurch ist eben halt auch die Audioqualität unertragbar. Hingegen, wenn es im grünen Bereich ist, ist die Audioqualität bzw. die Audio-Lautstärke viel zu leise und dann kann man auch kaum etwas verstehen. Deshalb versucht es immer so rund um minus 15 zu haben und eben halt maximal bis hier zum Ende des gelben Striches zu haben, allerdings nicht weiter und so könnt ihr auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen eine bessere Lautstärke bzw. eine bessere Audioqualität haben und gleichzeitig sollte man natürlich auch auf das Desktop-Audio achten, denn wenn ihr zum Beispiel extrem laute Musik im Hintergrund habt, extrem laute Geräusche in-game, also durch irgendwelche Schüsse in Fortnite beispielsweise und die immer so laut sind wie die Stimme. Und dann kann man da ja auch überhaupt nichts mehr verstehen, was einfach extrem schlecht wäre. Und deshalb solltet ihr darauf achten, dass das Audio eigentlich immer von allen anderen Sachen außer eurer Stimme im grünen Bereich ist und definitiv nie im gelben Bereich gehen sollte. So Musik sollte eher hier in dem hinteren Bereich sein, vielleicht Soundeffekte, wenn ihr zumindest eher auf Soundeffekte den Wert legen wollt, dann sollte das irgendwo so in dem Bereich sein. Und so könnt ihr es auf jeden Fall ganz gut pegeln, dass eben halt nicht wie bei tatsächlich relativ vielen kleinen YouTubern es so ist, dass eben halt die
die Hintergrundgeräusche von Fortnite-Schüssen beispielsweise deutlich lauter sind als die eigene Stimme, und so kann man da auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Qualität rausholen. Zusätzlich dazu kann man natürlich auch noch Filter über das Mikrofon hier direkt in OBS legen. Ihr braucht keine andere Software dafür. Ihr müsst einfach hier nur einmal auf Zahnrädchen bei eurem Mikrofon klicken, dann auf Filter, und dann habt ihr hier verschiedenste Möglichkeiten, die ihr hiermit hinzufügen könnt. Wenn ihr dazu mal ein Tutorial haben wollt, kann ich gerne mal eins machen. Ich mache mir oben eine Abstimmung. Dort könnt ihr mal gerne abstimmen, ob ihr so etwas sehen wollt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel ein Noise Gate einstellen, dass ihr eben halt nicht so das Tastaturklappern, dass man eben das nicht so doll hören kann. Beispielsweise kann man ansonsten auch noch einen Kompressor dazu packen. Und damit wird im Prinzip, wenn man laut schreit, die Stimme wieder etwas gesenkt, beziehungsweise die Lautstärke der Stimme etwas gesenkt, sodass man eben halt nicht übersteuert. Equalizer kann man auch noch reinmachen, um unangenehme Frequenzen rauszufiltern und Rauschunterdrückung. Wie gesagt, wenn ihr dazu nochmal ein genaueres Tutorial sehen wollt, schreibt es gerne in den Kommentaren, beziehungsweise macht an der Abstimmung mit. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren, und damit könnt ihr auf jeden Fall nochmal so das letzte bisschen aus eurer Mikrofonqualität rausholen, und gibt auf jeden Fall, wie gesagt, auch nochmal eine ganz gute Qualität. Allerdings, worauf man dabei achten sollte, vor allem bei dem Equalizer, ist, dass man das nicht übertreibt und nicht einfach den Bass extrem hochhaut, was tatsächlich auch relativ viele machen, sondern macht es relativ sachte und achtet einfach darauf, dass die Stimme ausgeglichen ist. Wie gesagt, es gibt ein paar Frequenzen, die sollte man verringern, wie zum Beispiel die ganzen niedrigen und die mittleren Frequenzen. Allerdings ist das etwas spezifischer, wie gesagt, kann ich gerne mal ein eigenes Tutorial zu machen. Und soweit waren es dann auch schon die ganzen Verbesserungen, die man eigentlich so machen kann. Wie gesagt, zur Bildqualität braucht man eigentlich nicht viel machen. Wenn ihr es natürlich besser machen wollt, dann macht es besser. Allerdings ist das nicht das, worauf man den Fokus legen sollte, sondern einfach immer auf das Audio achten. Und dann wird es auf jeden Fall um einiges besser. Fragt ansonsten auch mal eure Zuschauer, was die überhaupt über eure Qualität sagen, ob die vielleicht noch Verbesserungsvorschläge haben. Allerdings ist es so, dass die meisten Zuschauer tatsächlich immer eher positive Kritik nur geben und eben halt nicht sagen, was schlecht ist, was eigentlich teilweise relativ schade ist, weil es manchmal echt ganz hilfreich wäre. Allerdings war es soweit dann tatsächlich auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und dann bis zum nächsten Video. Ciao.